Es ist der 13. Mai 2006. Ein Freudenfest für die FCZ-Fans. Für Roland Mark endet es jäh. Der Faustschlag hat schwere Folgen für Roland und verändert die schweizerische Rechtsprechung. Das Urteil hat sicher Signalwirkung und man muss sich also dessen bewusst sein, wenn man reinschlägt, vor allem auf den Kopf schlägt, dass das nicht eine Bagatelle ist. Hallo, hören Sie mich? Wieso hat das müssen sein? Nach den meisten vier kommt einer, schlägt einfach drei. Wieso nur? Wieso nur? Zürich, April 2013. So, ab die Post. Mit seinem Freund Nathan kehrt Roland Mark in die Markhalle zurück. An den Ort, wo der verhängnisvolle Abend vor 7 Jahren seinen Anfang nahm. So. Samstagabend im St. Jakobspark in Basel. Im Final der Schweizer Fußballmeisterschaft deutet alles auf einen Sieg der Basler hin. Die Stimmung ist explosiv. Unmittelbar vor dem Abpfiff schießt Filipescu das Siegestor für die Zürcher. Gewalt überschattet die Fußballfreude. Die Ausschreitungen gehen unter dem Titel Die Schande von Basel in die Fußballgeschichte ein. Roland Mark und sein Jugendfreund Nathan verfolgten das Spiel in der Markhalle. Die Hirnisse. So, schau, da war es. Die Markhalle. Nach dir benannt, könnte man meinen. Da links war der Screen, irgendwie auf einer Bühne, alles voller Leute. Der Boden etwa voll 2 cm Bier. Ja, in der 93. Minute ist alles umgeflogen. Nach der Rückkehr aus Basel lassen sich die FCZ-Helden von ihren Fans in der Zürcher Markhalle feiern. Roland Mark kann sich an die Feier nur noch bruchstückhaft erinnern. Den Moment wird man nie vergessen. Auch wenn man es irgendwie so nicht mehr gerade weiss, wie man dabei war. Aber der Moment, der ist unvergesslich eigentlich. Ja. Was war für eine Stimmung da drin? Ja, es war eine riesige Megastimmung. Alle waren glücklich und haben sich gefreut und sind einander in die Arme gefallen. Man hat auch Leute umarmt, die man gar nicht kennt. Irgendwie. Was ist Ihre Erinnerung? Ja, also auch. Ich habe noch nie so viele fremde Leute umarmt an einem Abend wie dann. Und ich habe sicher noch nie so viele Männer an einem Abend umarmt wie dann. Und ja, extreme Euphorie. Also es war sicher unser erster FCZ-Meistertitel. Dementsprechend haben wir auch gefeiert. Ja. Was war der Roland für einen vor dem Faustschlag? Ja, der Roli ist immer ein mega lebensfroher, enthusiastischer Typ gsi, auch für jeden Seich zu haben, oder natürlich für jeden, wirklich jeden Seich. Und wir haben mega viel zusammen erlebt und er ist einer gsi, der eigentlich immer auf die Sonnenseite vom Leben geschaut hat, also in jeder Situation eigentlich, das, ja, wo sich das Leben nicht selber extra probiert hat, schwierig zu machen oder der, ja, oder auch mal die Straße überqueren, damit man dann auf der Sonnenseite laufen kann.
Zum Zeitpunkt des Schicksalsschlages ist Roland Mark 28 Jahre alt. Ein lebensfroher, geselliger und unbeschwerter junger Mann. Sehr von mir der Rory. Mark. Eigentlich ein Schweizer. Aber seine Augen, die sind ein bisschen zusammengewachsen. Könnte man sagen. Es hat keinen Wachs gehabt, aber einen Dachs gehabt. Der Rolli war abgelöst. Rolli ist ein leidenschaftlicher Fußballspieler. Aufgewachsen ist er in Rüschlikon am Zürichsee. Die berufstätige Mutter zieht ihren einzigen Sohn alleine groß. Vor dem Karosseriespengler liegt eine vielversprechende Zukunft. Er hat ja damals in einer Beziehung gelebt. Er hat seine Zukunft ist ganz klar gsi, Familie zu haben, ein Häuschen zu haben, wie es eigentlich jeder junge Mensch oder viele junge Menschen sein Ziel sind. Also ganz eine normale Laufbahn, also ein Wunschtraum gsi von ihm. Oder mit einer Familie, mit Kind. Und das war schon sein Wunsch gsi, oder? Und über das haben wir auch schon geredet. Also. Und es ist im Prinzip ja nichts im Weg gestanden, oder? Aber jetzt ist es halt so. Nach der Freinacht verlassen Rolli und seine Freunde das Partyareal. Ja, und dann sind wir als Gruppe da vorgelaufen. Von dieser Party-Location bis da vorne zu der Escher-Wiesbrücke. Und dort vorne haben wir uns dann langsam, also wir haben uns eigentlich aufgeteilt, weil wir sind natürlich hungrig waren. Es war schon morgen früh gewesen. Und der grösste Teil unserer Gruppe ist ein Kebab bestellen. Rolli bleibt mit einem Kollegen unter der Hartbrücke zurück. Sein Verhängnis. Und dann ist der Kollege gekommen. Hey Nathan, komm, der Rolli ist abgeschlagen worden. Da bin ich schockiert da übergeilt und dann habe ich ihn am Boden liegen gesehen und das hat mich auch etwa darauf aufmerksam gemacht, dass er aus den Ohren blühte, das natürlich sehr besorgniserregend ist und er ist auch regungslos gsi. Hallo? Hallo? Hören Sie mich? Ronny Schlauri ist an Roland Marks Seite, als dieser den verhängnisvollen Faustschlag kassiert. Ein Teil von uns sind gegessen und ich und Roli sind da vorne dann hängen geblieben eigentlich, an der Kollegin, die ich getroffen habe von mir. Ja, das war schon brüllen. Sie hat dann gesagt, ja, ein Typ, dass der Typ sie geschlagen hat oder er hat sie irgendwie belästigt oder was auch immer. Und dann haben wir gefragt, ja, welcher Typ? Und dann hat sie da vorne gezeigt, oder? Und dann plötzlich, wie aus der Pistole geschossen, hat er sich umgedreht, ist über die Straße rein, ist auf uns zu aggressiv, so, oder? Und in dem Moment habe ich gar nicht viel gedacht. Ich habe nicht gedacht, dass jetzt irgendetwas passiert. Und dann ist er auf den Rolli zugesprungen und hat dann gesagt, und dann ist fertig gewesen. Also das ist wie, wenn du im Film Pausentaste drückst, dann ist es ruhig gewesen. Kein Vögel zwitschern, nicht mehr rund um dich herum. Du bist nur noch fokussiert und siehst und hast das Gefühl, das Menschenleben stirbt jetzt vor dir, oder? Und das von einem Fußschlag. Als Polizei und Sanität am Tatort eintreffen, machen sich Ronny und seine Kollegen auf die Suche nach den Tätern. Also wir haben von anderen Leuten erfahren, dass die Täter Richtung Führung gelaufen sind, der Scherweisplatz, und dann in die Seitengasse eingebogen sind, oder? Und wir sind dann nachgegangen, ich und der Bruder von Nathan, haben sie dann nachher auch gesehen. Doch wo wir dann wirklich bei ihnen waren und wieder aufgeschlossen hatten und sie eigentlich hatten, sind sie in ein Auto geflüchtet. Der Bruder von Nathan hat zum Glück gerade noch die Autonummer merken.
Heinz Mohrer, Fahnder bei der Kantonspolizei Zürich, hat die erste Einvernahme des Täters gemacht. Er schildert dessen Perspektive. Also die beiden Gruppen, die sind hier auf dem Platz untergestanden. Und das spätere Opfer ist aus irgendeiner Richtung gekommen, das weiß man nicht so genau. Steht zu der einen Gruppe her. Und dann haben die hier verbal über die Strasse gestritten miteinander. In der Version des Täters soll Roland Mark einen Bierbecher in der Hand gehalten haben. Dann kommt einfach die Person und wirft noch einen Becher gegen einen Kollegen von ihm. Und das ist einfach genug für ihn. Das hat er gefunden, das können wir uns nicht bieten lassen, das können wir uns auch nicht gefallen lassen. Und aus dem Grund ist er ja dann über zur anderen Gruppe und hat dann das Opfer wirklich mit einem harten Fußschlag zu Boden geschlagen. Er hat auch gesagt, er sei wie ein Baumstamm auf den Boden gefallen und er hat ein lautes Geräusch gehört, als er am Boden aufgeschlagen ist. Ob es den Becher gegeben hat, ob er geworfen wurde und jemanden getroffen hat, bleibt ungeklärt. In den Akten steht, der Auslöser ist ein nichtiger Grund. Nach dem Fußschlag, wo das Opfer am Boden gelegen ist, sind natürlich ganz ein Haufen Leute aufmerksam worden auf den Vorfall. Die Leute haben den jungen Mann am Boden liegen gesehen. Man hat gerufen, du hast den umgebracht, rief die Sanität, rief die Polizei. Und dann ist es ungemütlich geworden für die Tätergruppe. Und dann sind die davon gerannt in Richtung Heinrichstrasse, wo das Auto parkiert war von einem Kollegen. Die Tätergruppe ist ab zur Stadt aus. Haben Sie realisiert, was da wirklich passiert ist? Nach den Aussagen oder nach einzelnen Aussagen haben wir auf dem Heimweg schon geredet. Aber einfach über den Schlag und wie der zu Boden gegangen ist. Also fast ein bisschen beeindruckt von dem. Aber was das ausgelöst hat, habe ich das Gefühl, das haben sie nicht realisiert in dem Moment. Oder? Roland Mark ist kein Einzelfall. Fachleute stellen bei simplen Auseinandersetzungen auf der Straße eine Zunahme an Brutalität fest. Immer öfter landen die Opfer von Streitigkeiten im Spital. Wenn man bei den Notfallaufnahmen anschaut, und das ist in der letzten Zeit gemacht worden, dann stellt man fest, dass es Körperverletzungen, die auf den Kopf gerichtet sind, zugenommen haben. Das heisst also, neben der allgemeinen Zunahme von Gewalt unter jungen Männern hat auch die Qualität dieser Gewalt zugenommen. Man ist also leichter bereit, einem auf den Kopf zu hauen und man hört auch nicht gerade auf mit der Gewalt. Und das ist, glaube ich, ein grosser Unterschied zu früher, wo doch einigermaßen noch das in einem gewissen Rahmen sich verhalten hat. In den vergangenen 20 Jahren hat auch das Ausmaß an gewalttätigen Auseinandersetzungen unter jungen Männern zugenommen. Besonders in Gruppen, die Gewalt idealisieren, viel Alkohol konsumieren und rund um die Uhr unterwegs sind. Für die Sanität ist der Einsatz im Fall Roland Mark Routine. Im Triemli-Spital verschlechtert sich Rollis Gesundheitszustand. Er schwebt in unmittelbarer Lebensgefahr. Er muss ins Unispital verlegt und ins künstliche Koma versetzt werden. Rolli hat nicht nur einen mehrfachen Schädelbruch, sondern auch eine lebensbedrohliche Hirnblutung. Am Abend erreicht das Unispital die Eltern von Roland Mark und ruft sie ans Krankenbett. Ein Häufchen Elend im Bett, wo sich keinster Weise bewegen kann. Und nur verkabelt, überall verkabelt. Dreht und also bedauernswert anschauen. Ja, eben Ärzte, die einem keine Hoffnung gemacht haben eigentlich. Ich vergesse und nicht mehr, was sie sagen. Wenn wir mit dem Schlimmsten rechnen. Im Notfall oben im USZ in ein Räumchen hineingenommen haben, uns zwei, und fast eigentlich eröffnet haben, es gibt fast keine Hoffnung mehr. Der ist ganz tief gesessen. Also der Arzt hat uns dort ein Röntgenbild gezeigt von dem Kopf, wo einfach nur ein weißer grosser Fleck ist, oder? Und er hat einfach uns gesagt,
Das ist einfach kaputt. Das Hirn ist kaputt und ja, das ist, da ist so viel eigentlich. Ich verstehe zu wenig vom Medizinischen, ja. Aber er hat auch gesagt, dass das Stammhirn ist zerstört. Darum hat er auch nicht mehr können selber schnaufen und selber bewegen, sich auch nicht mehr, kein, überhaupt nicht mehr sich bewegen. Essen schon gar nicht natürlich. Und so. Und massivste Hirnschäden wird er davon tragen, wenn er würde überleben. Und ja, man hat uns also keine Hoffnung, keine grosse Hoffnung gemacht damals. Die Zürcher Kantonspolizei sucht nach Zeugen. Obwohl sie die Autonummer des Tatfahrzeugs kennt, benötigt sie 9 Tage, bis sie am Wohnort des Täters eintrifft. Insgesamt hat das aus meiner Sicht ein bisschen länger gedauert. Das war ja eine schwerwiegende Verletzung. Und man hätte möglichst schnell natürlich an den Täter herankommen, damit da nicht irgendetwas passiert, dass nicht zum Beispiel mit Zeugen Absprachen passieren. Für einen Außenstehenden dauert das lang, 9 Tage. Aber wenn man im Detail anschaut, eben, wie einfach immer wieder ein Tag vergangen ist, bis man wieder eine Person hatte, die noch etwas mehr können sagen konnte, damit man schlussendlich das Puzzlestück zusammen hat, ist es eigentlich keine lange Zeit. Doch dann ist es soweit. Diesmal gibt es kein Entrinnen mehr. Die Fahnder nehmen den Täter vom Zürcher Oberland zur Einvernahme nach Zürich mit. Er war normal gekleidet, ist hier gesessen, hat Auskunft gegeben auf die Fragen. Man hat gemerkt, dass ihn das nicht schwer dort bewegen, das Ganze. Er hat zwar schon 2-3 Mal eine Antwort gegeben, ja, dass jetzt scheiße ist, was passiert ist, dass jetzt der verletzt ist und dass er das so nicht wollte. Aber am Schluss über das Ganze gesehen, ist er nicht der Mensch, wo es ihm wirklich leid tut, oder? Also wo wirklich gecheckt hat, was er jetzt angestellt hat, was das Verfolgen hat für den Täter, für das Opfer, und dass er jetzt eigentlich der ist, wo jetzt Konsequenzen muss tragen und dass er eigentlich schuld ist an so einer schwerwiegenden Verletzung. Der Täter ist ein 23-jähriger Schweizer. Einen Beruf hat er keinen gelernt. Er arbeitet als Kanalreiniger. In der Freizeit trainiert er Fußballjunioren. Auch er ist FCZ-Fan. Im letzten Grund besucht er die Spiele seines Vereins regelmäßig. Dort fällt er bereits eine Woche vor der Tat durch hohe Gewaltbereitschaft auf. Er kassiert ein 2-jähriges Stadionverbot, nachdem er einem FCZ-Offiziellen mit dem Tod droht. Wenn ich dich erwische, bist du tot. Roland Mark muss immer wieder operiert werden. Auf die lebenserhaltenden Maschinen ist er nicht mehr angewiesen. Aber er lebt in seiner eigenen Welt. Hier in Bellikon, im Reha-Zentrum der SUVA, besuchen ihn seine Eltern oft. In dieser Zeit bekommen kleinste Fortschritte große Bedeutung. Wenn er gelächelt hat, wenn wir gekommen sind, zum Beispiel. Oder nur schon, wenn er wach war. Wenn er nicht geschlafen hat, hat er sehr viel geschlafen. Ja, wenn er im Bett gelegen ist und dann die Augen aufgemacht hat, den Kopf vielleicht hat können ein bisschen drehen und einmal anschauen, dann war das schon mal gut gewesen. Wir sind manchmal nicht einmal sicher gewesen, kennt er es überhaupt, oder? Es ist unterschiedlich gewesen. Es ist auch darauf angekommen, ob er müde war oder nicht. Und ja. Ein einziger Faustschlag. Rolli 10 Monate später. Sehr schön. Ja? Jeden Tag hoffe ich, dass wieder irgendetwas ist. Irgendetwas Fortschrittliches, gell? Etwas besser wird. Hm? Roland Mark ist vollständig gelähmt. Nur kleinste Bewegungen sind möglich. Sprechen kann er nicht.
Auf Fragen reagiert er mit Handzeichen. Ist gut. Okay. Ist gut. Hirn- und Nervenstränge sind schwerst verletzt. Gewisse Verbesserungen sind zu erwarten. Ein Vorzustand in dem Sinne, dass die Lähmungen verschwunden sind, wird es nicht geben. Man muss annehmen, dass jetzt das der Endzustand soll sein von Roland. Dann, das ist eine ganz traurige Situation gewesen, wo man nur ganz schwer haben können annehmen, aber haben ja müssen. Wir haben ja müssen. Man kann es nicht ändern. Wir haben einfach die Situation so angenommen und immer weiter gehofft. Einen Monat nach dem ernüchternden Befund der Ärztin erhält Rolli Besuch vom FZZ und spricht erste Worte. Hi. Rolli. Hast du mir etwas mitgebracht? Dass du wieder auf die Beine kommst, was wir alle hoffen. Ist gut. Oh Gott. Hast du gesehen, wer alles da war? Wer dich besucht? Blöhrim Cimaili. Was ist da der Finish? Hallo, Trin. Und der, wie heisst der? Weiss ich nicht. Ja, sag er. Für die Suva gilt Roland Mark ein Jahr nach dem Faustschlag als weitgehend austherapiert. Er kann zwar einzelne Worte sprechen, muss aber künstlich ernährt werden und sitzt im Pflegerollstuhl. Für Christoph Erdösch, den Anwalt von Roland Mark, ist der Fall eine große Herausforderung. Es war so, dass sich Roli Mark sich nicht mehr erinnern kann an das Geschehnis, was passiert ist, auch heute nicht. Das heisst, ich habe mich vollständig auf die Akten verlassen. Und aus diesen Akten heraus ist für mich klar geworden, aufgrund der Aussagen des Täters und von seinem Umfeld, wie aber auch von anderen Zeugen, dass der Roli praktisch keinerlei Anlass geboten kann haben für den Faustschlag. Aus dem medizinischen Gutachten ist für mich klar geworden, dass der Faustschlag extrem hart muss gewesen sein, dass der Roli einfach, also ein Zeuge hat es genannt, wie ein Baum hinten rausgefallen ist. Und es ist auch klar gewesen, dass der Roli angetrunken war und, oder müde war. Das hat der Täter selber gesagt. Das hätte er gesehen, dass der Roli nicht mehr 100% fit war. Und auch andere Zeugen haben das bestätigt. Das hat für mich so ein Gesamtbild gegeben, das ich gefunden habe. In diesem Kontext kann man nicht mehr einfach nur von einer Fahrlässigkeit, also von einer bloßen Sorgfaltspflichtverletzung reden, sondern da ist mehr dahinter. Der Täter, der muss mindestens in Kauf genommen haben, was er da angerichtet hat. Durch alle Instanzen bis hinauf ins Bundesgericht streiten in der Folge die Konfliktparteien, ob der Täter fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat. Wenn man es jetzt aus der Sicht des Täters anschaut, dann tut ein Täter, der eventuell vorsätzlich handelt, der schlägt so fest rein, er merkt, dass da sicher der mal umgehen wird und es ist ihm eigentlich völlig egal, ob der jetzt gegen die Wand schädert oder am Boden irgendwie hart aufschlägt und eventuell eine schwere Körperverletzung resultiert. Einer, der fahrlässig handelt, der schlägt rein und will den zwar verletzen, aber er will nicht, dass irgendetwas Schlimmes passiert und er vertraut irgendwie, dass es schon gut geht, dass wird nichts Gravierendes passieren. Erste Instanz, das Zürcher Bezirksgericht. Der Staatsanwalt sieht die Möglichkeit, der Täter habe eine schwere Körperverletzung in Kauf genommen, gar nicht in Betracht. Die Anklage lautet auf fahrlässige schwere Körperverletzung an Roland Mark. Das Gericht folgt der Staatsanwaltschaft und verurteilt den Täter zu einer Freiheitsstrafe von 3 Jahren. Die Hälfte davon soll er absitzen. Also 18 Monate Gefängnis.
Es war natürlich niederschmetternd. Das Gericht hat nicht nur einfach Fahrlässigkeit bejaht, sondern auch eine relativ tiefe Strafe, eine tiefe Genugtuung. Was mir aber Hoffnung gemacht hat, war, dass es eine Minderheitsmeinung gegeben hat im Richtergremium. Das hat für mich gezeigt, dass meine Einschätzung nicht völlig falsch sein kann und hat uns zusammen mit den Angehörigen von Roli Marg bestärkt, den Fall weiterzuziehen. Nach jahrelanger Therapie kann Roland Marg wieder kurze Strecken gehen. Er kehrt an den Ort zurück, der nach dem Reha-Zentrum Bellikon zu seinem Wohnort wird. Das Pflegezentrum Nidelbad in seiner Heimatgemeinde Rüschlikon. Hier trifft er auf ein junges, enthusiastisches Pflegeteam. Mit dabei Yvonne Staufer. Mit ihr verbindet ihn seither eine innige Freundschaft. Schau mal da. Kennst du den noch? Ja, den Standing, den habe ich gehasst. Ja, den hast du nicht gern gehabt. Nein, schon nicht, nein. Aber das hat mir schlussendlich etwas gebracht, ja. Wie man sieht. Ja, heute laufst du. Jawohl, ja. Und weißt du noch das erste Mal, wo du drinnen gestanden bist? Nein. Steh noch mal rein. Aber du kennst ihn noch, oder? Ja, schon. Gib mir mal den Stock. So rauf. Ja, Achtung, ist nicht bremsen. Ja, genau. Und richtig vorne stehen. Da haben sie mir genau. Die Füße ineinander und da hinten haben sie angemacht und dann bist du da gestanden. Die Arme hast du oben gehabt. Beide. Hast aber Spiele gemacht. Ah ja? Ja. Weißt du das nicht mehr? Nein. Das Pflegezentrum Nidelbad ist für die meisten Bewohner die letzte Station in ihrem Leben. Roland Marg ist mit großem Abstand der jüngste Patient. Das hat mich sehr mögen. Mit der Tat zum Abend glaube ich 29 gsi, 28, 29, oder? Weißt du es noch? 28, ja. 28 oder 29? Nein, 28. Ich weiß es nicht mehr so. Ich einfach denke, mein Gott, er ist so jung, oder? So jung. Und dann kommt er noch dahin, ein Pflegeheim eigentlich, wo es eigentlich nur ältere Leute hat und eigentlich fast keine Junge. Das, wie siehst du, es geht in der Schweiz heute Abend. Ja? Ja, Roland ist dann im Fall ein echter Happen. Er war schlecht. Er war so ein Häufchen Elend da. Er konnte nicht richtig essen, fast nichts essen. Er wurde noch künstlich ernährt. Man hat ihn gepflegt. Ja. Also er konnte sich nicht selber waschen, nicht selber anlegen, nicht selber aufstehen. Er konnte nicht mehr sitzen. Er ist gerade immer wieder auf die Seite gekippt. Er hat keine Halt hatte. Ja. Ja, das ist schon. Können Sie sich daran erinnern, an den Moment? Ehrlich gesagt, mag ich mich daran nicht mehr erinnern, nein. Und an die Zeit, die Sie hier verbracht haben? Also gewisse Stücke vielleicht, ja. Also wenn ich so gewisse Leute vielleicht wieder gesehen habe, an die kann ich mich erinnern, aber eigentlich so eben so. Räume oder so, das weiß ich eigentlich nicht mehr, nein. Yvonne Staufer und das Pflegeteam motivieren Roli Marg, alles zu geben, um gesund zu werden. Wenn du mit deinen Kollegen, mit Freunden wieder an den See runter willst, grillieren an einem Fußballmatch, dann musst du echt Gas geben. Aber es muss auch von dir kommen, oder? Ich kann dich nur unterstützen, aber der Wille und das, was du musst du eigentlich auch ein bisschen haben, oder? Und sonst funktioniert das nicht. Und dann hat es oben irgendwie einen Schalter so ein bisschen gekippt, wo dann eigentlich so die Motivation dann kommst, auch mal Gas geben. Und wir haben natürlich auch sehr viel gemacht. Wir haben ihn mitgenommen an den See, aber wir sind ins Kino. Und das haben wir alles in der Freizeit gemacht. Oder zur Nacht um 10 Uhr eine Party gegangen, haben sie ihn geholt, angelegt, rausgenommen, gegangen, ins Auto eingepackt und weg. Gell? Ja. Weißt du das noch? Ja, ja, ja. Knapp, ja. Wo wir da bei der Walli hinten da, den Rollstuhl fast eine Stunde gekrotzt haben, bis wir den Kleid nur im Kofferraum hatten. Ja. Und wo du dann das erste Mal wieder in das Auto eingeschickt hast. Ja, weißt du das noch? Ja, schon. Wir haben noch ein Tränchen oben gelaufen. Ja. Wo du gesagt hast, jetzt hocke ich wieder endlich mal in mein Auto rein. Ja, mal. Ja. Ja, das stimmt. Einfach so Sachen halt. Ja.
Dort auf dem Fußballplatz ist die erste Gabelst. Du weißt schon. Also, warum auch gelernt? Herzlich willkommen im Stadion Roman Mauck. Im Sommer 2007 nehmen Rollis Betreuerinnen ihn mit an ein Benefizspiel seines Lieblingsclubs. Der FCZ setzt ein Signal im Kampf gegen Gewalt und sammelt Geld für seinen verletzten Fan. Gewalt unter jungen Männern wird zu dieser Zeit immer mehr zum öffentlichen Thema. Der Anwalt von Roland Mark zieht das Urteil des Bezirksgerichtes ans Obergericht weiter. Dieses trifft einen Entscheid, der überraschend und in der Schweizer Rechtsprechung selten ist. In dem Fall, den wir hier diskutieren, ist das Gericht in einer ersten Phase, das Obergericht, zur Überzeugung gekommen, wenn das, was der Beschuldigte gemacht hat, nämlich mit einem sehr heftigen Faustschlag ins Gesicht, jemanden zu verletzen, wenn das sich aufgenommen hat, die Verletzung, dann steht das so in der Anklageschrift nicht drin. Und darum muss die Anklage zurück zur Verbesserung, respektive zur Ergänzung, dass sowohl die Fahrlässigkeit, die Begehung als auch die vorsätzlich umschrieben ist, dass das Gericht beide Möglichkeiten hat, zu prüfen. Das heisst, für Sie hat von Anfang an die Möglichkeit bestanden, dass es ein Eventualvorsatz war? Das ist so. Für uns hat sich die Frage aufgedrängt, aber wir haben sie nicht fertig dürfen prüfen, weil sie der Anklage nicht umschrieben war. Und dazu muss man in diesem konkreten Fall auch wissen, dass es einen Wandel gegeben hat in der Auffassung bei solchen Körperverletzungen. Das hat man früher standardmäßig als einfache Körperverletzung angeklagt. Und in der Zwischenzeit ist da eben mit dem Bewusstseinswandel das als schwerwiegend eingestuft worden. Und darum ist es zu dieser Rückweisung gekommen und dann eben auch zur Einreichung von einer angepassten, ergänzten Anklageschrift. Herr Eckert, das Obergericht sagt, Ihre Anklage ist zu wenig scharf gewesen. Ja gut, da haben Sie immer die Fahrlässigkeit eventuell Vorsatz, oder? In dem Sinn kann man das so sagen, ja. Das ist so. Aber ich bin überzeugt, dass es ein grob fahrlässiges Verhalten ist und kein Eventualvorsatz. Die Staatsanwaltschaft, das ist aber auf der gleichen Seite wie die Verteidigung, die tun sich auf eine Schiene festlegen. Wenn sie zwei Schienen oder eine Auswahlsendung schicken am Gericht, tun sie ihren eigenen Standpunkt abschwächen. Also sie kämpfen für einen Standpunkt und wenn der übernommen wird, dann nachher deckt sich das. Aber wenn das Gericht, das eben nicht gebunden ist, auch die rechtliche Würdigung nicht gebunden ist, was in der Anklage steht, dann führt das halt dazu, dass man etwas ergänzen muss. Hoffnung für Rollis Familie. Der Fall muss zurück zum Bezirksgericht. Ronny Schlauri, Roland Marks Begleiter in der Tatnacht, sammelt unterdessen Geld für seinen schwer verletzten Freund. Ihm hat er auch einen Song gewidmet. Das war halt so, dass ich das Ganze abbauen, was sich aufgestaut hat, den ganzen Druck. Das musste ich irgendwie verarbeiten. Das habe ich mit dieser Musik gemacht. Und der Benefizgedanke ist natürlich auch noch dahinter entstanden, dass man ihm helfen kann mit dem Geld. Warum hat das hier so sein? Bin neben dem Rolli gestanden und schockiert gewesen. Wieso nur? Mit dem an der Party gesammelten Geld wollen die Freunde Rolli einen Traum erfüllen. Malediven. Sie hat dann gesagt, ja, wenn wir das machen, dann nehmen wir den Rollstuhl nicht mit, damit ich laufen können. Und das hat mir auch noch einen Ansporn gegeben, dass ich dann wieder laufen konnte später. . 2011 verhandelt das Zürcher Bezirksgericht den Fall Roland Mark ein zweites Mal. Es unterstützt die Ansicht des Obergerichtes nicht, der Täter könnte die Verletzung des Opfers in Kauf genommen haben. Das Urteil lautet erneut auf fahrlässige, schwere Körperverletzung. Der Anwalt des Täters stellt sich ausnahmsweise der Fernsehkamera als Sieger. Das tut allen Beteiligten natürlich selbstverständlich leid. Die Frage, die sich aber gestellt hat, ist, hat der Täter, der ein einziges Mal zugeschlagen hat, müssen damit rechnen, dass es derart gravierende Folgen hat. Und das war eben nicht der Fall. Weil der Schlag allein hat ja nicht Verletzungen bewirkt, sondern der Aufschlag auf dem Boden.
unsere Geduld ist wirklich arg strapaziert worden diesbezüglich. Aber als Aufgeben haben wir gar nie gedacht. Die Familie von Roland Mark will die Niederlage nicht hinnehmen und zieht den Fall erneut ans Obergericht. Zu der Instanz, die schon einmal die Hoffnung geweckt hat, sie könnte den Täter für Eventualvorsatz verurteilen. Dafür, er habe in Kauf genommen, sein Opfer zu verletzen. Ich wohne aus Bermos, Marc. Grüezi wohl. Ja klar, kleinen Moment schnell. Ade. Wo rein? In Abfall. Altpapier. Bitte schön. Heute lebt Roland Mark in Oberrieden. Er bezieht eine IV-Rente. Das ist ein Deal, jawohl. Das Wohnhaus Bärenmoos bietet Menschen mit einer körperlichen Behinderung die Möglichkeit, ihr Leben selbstbestimmt zu bewältigen. Hier geht Rolli einer regelmäßigen Beschäftigung nach, die ihn erfüllt. Wenn ich anderen kann Auskunft geben und eine Freude machen in dem, dann macht das auch mich glücklich auf eine Art. Wie kommen Sie an bei den Leuten bei dieser Arbeit? Ja, sie sagen viel, dass ich eine klare Stimme habe zum Reden am Telefon. Und das haben die Leute. Sie kommen also gerne zu mir gehen, Auskunft fragen. Das lässt man sich spüren? Ja, schon, jawohl, ja, ich höre. Ich habe schon ein grosses Echo von überall, dass ich das gut mache. Da. Ja, mal, ja. So soll es auch bleiben und wenn nachher aufhört, gehe ich immer weiter. Rolli ist inzwischen 35. Schritt für Schritt nähert er sich seinem Ziel, wieder selbstständig zu werden. Sali, Rebi. In Bärenmoos bewohnt Rolli ein kleines Studio, sein Reich. Pflege und Hilfe im Haushalt kann er bei Bedarf in Anspruch nehmen. Seit nunmehr 6 Jahren kämpfen Familie und Opferanwalt für ihre Überzeugung, der Täter habe in Kauf genommen, Rolli zu verletzen. Und tatsächlich. Die zweite Instanz, das Zürcher Obergericht, gibt ihnen im März 2012 Recht und urteilt, der Schläger habe eventuell vorsätzlich gehandelt. Das Verdikt lautet auf 4 Jahre Gefängnis. Wir haben jetzt durch das das Ziel einmal erreicht, dass der Täter die Sühne muss tun und die relativ kurze, von uns aus gesehen, kurze Strafe muss absitzen, wenn man bedenkt, dass der Rolli im Grunde genommen lebenslänglich hat, ist jede andere Strafe, mag sie auch noch, mag sie sein, wie sie will, ist eh bescheiden. Es ist auf eine Art Genugtuung, dass er jetzt verurteilt worden ist und dass ich für mich weiter schauen kann, dass es mir wieder immer besser geht. Aber für ihn habe ich irgendwie gar keine Gedanken. Aber für Sie ist es ein Abschluss? Für mich auf jeden Fall sicher, ja, schon. Ja. Das heisst, Sie schauen jetzt nicht zurück? Nein, sicher nicht. Nein, ich schaue nach vorne, wie ich das immer gemacht habe. Und das ist auch gut so. So kann man am meisten erreichen. Woher nehmen Sie die Zuversicht? Ja, ich kämpfe jeden Tag für mich selber und ich sehe, dass es bis jetzt etwas gebracht hat. Also dann sollte ich nicht von dem Weg abkommen, sondern weitermachen, weiterkämpfen, weiterrennen, weiterkämpfen. Doch der Anwalt des Täters will den Fall so nicht abschließen. Er legt Rekurs ein. Im Herbst 2012, 6,5 Jahre nach der Tat, fällt das Bundesgericht ein wegweisendes Urteil. Es bestätigt das Urteil des Obergerichtes einstimmig und verurteilt den Täter wegen Eventualvorsatz. Die Strafe lautet 4 Jahre Gefängnis.
Es liegt im Zeichen der Zeit, dass man gegenüber Gewalt weniger tolerant ist. Und das spiegelt sich jetzt in der Rechtsprechung. Aus meiner Sicht ist das auch richtig, weil Schläge auf den Kopf, die sind etwas Gravierendes und da kann einiges passieren. Es bedeutet also, dass Personen, die reinschlagen, also mit voller Gewalt auf den Kopf schlagen, dass die damit rechnen müssen, dass sie sehr schwer bestraft werden, dass das eben heute nicht mehr toleriert wird und zu einer Freiheitsstrafe führen wird und der schweren Körperverletzung subsumiert wird. Für den Täter bedeutet das letztinstanzliche Urteil statt 18 Monate 4 Jahre Vollzug. Seine Strafe sitzt er seit März dieses Jahres in der Strafanstalt Pöschwies ab. Der Schlag mitten ins Gesicht hat Roland Mark beinahe das Leben gekostet. Ein klein wenig ist es heute wieder wie früher. Und doch ist alles anders. Wieso hat das Wesen sie? Nach dem meisten Viech und einen schlägt einfach drei. Ohne Grund, warum hat das Wesen sie? Bin neben dem Rolli gestanden und schockiert gewesen.